Ja, ich meine, das typischste Beispiel immer wieder kommt ist Glencore hier in Peru. Wir haben das auch recht eng verfolgt, weil wir in Peru tätig waren, aber nicht genauso in diesem Gebiet, wie mit der Bevölkerung umgegangen wird. Hier eine Indio-Frau, die von der Polizei mehr oder weniger zusammengeschlagen wurde wegen Protesten, und das war gegen die Glencore Antapaccay, die eben eine riesige Rohstofffirma dort betreibt, die Kupfer abbaut. Und in diesem Zusammenhang gab es eigentlich schon immer Konflikte, Vertreibungen mit der dort ansässigen Indio-Bevölkerung. Zuerst möchte ich mal sagen, die generelle Problematik von Rohstofffirmen in diesen Ländern, die ist darin, dass es jetzt nicht typisch Glencore, sondern generell, wo einfach eine große Rohstofffirma kommt, sie sind extrem finanzstark und haben damit extrem großen Einfluss auf die Regierung. Das heißt aber auch, dass dann Gelder fließen zum Beispiel, dass sich Leute bereichen in der Regierung, und sie nehmen dann nicht mehr ihre Pflicht wahr, eigentlich zum Schutz der Bevölkerung zu sein, falls es Übergriffe gibt. Weil sie sind daran interessiert, dass vor allem die Steuereinnahmen kommen, und häufig in diesen Ländern profitieren sie einfach über die Korruption auch direkt davon. Das heißt, es gibt schon ein riesen Ungleichgewicht, dass plötzlich die Interessen der Lokalbevölkerung nicht mehr vertreten sind gegen diese Wirtschaftsinteresse. Häufig in der Region ist es der größte Arbeitgeber, also auch da eine Macht, es spaltet die Bevölkerung. Die, die Jobs haben, die unterstützen die Firma, und die, die keinen haben, die bekämpfen sie. Und es folgt dann meistens ein sehr gewalttätiger Umgang mit der Bevölkerung und mit großen Umweltschäden verbunden. So quasi die Lokalbevölkerung hat nur den Schaden, hat kaum Jobs. Häufig werden sogar die Arbeiter importiert, wenn man so sagen will, kommen von der Stadt oder so, und dort bleibt nichts zurück. Das führt dann dazu, dass sie sich revoltieren, dass sie sich Aufstände machen, und dann kommt erst recht die Staatsgewalt, weil sie eben davon profitiert. Nochmals zurück. Vielleicht seht ihr hier 12. August diese Publikation. Es war also Mitte von diesem Monat, gab es wieder große Blockaden gegen die Glencore Antapaccay vor Ort. Ich weiß im Moment nicht, ob sie noch im Gange sind, aber es wurde dann wegen blockiert und dicht gemacht. Und die Gründe dazu, die waren eben darin zu suchen, jetzt, das ist jetzt spezifisch Glencore in Peru, die Vertreibung, die Bauern durften nicht mehr dort sein, wo sie mal waren, ohne dass es wirklich ein echtes Aushandlungsverfahren gab. Und vor allem, ihr Mitentscheidungsrecht wurde nicht berücksichtigt. Das heißt, es wurde einfach gesagt, so, jetzt gibt es hier diese riesige Erzmine, weil es hat einfach zu viel Kupfer in diesem Boden, das holen wir jetzt raus. Das war eigentlich der Anfang der Konflikte. Und dann waren zunehmend die Forderungen, ja, aber wenn ihr schon kommt, ihr müsst von uns das Einverständnis haben. Und das gibt es natürlich nicht gratis, das wäre ein Verhandlungsprozess. Und weil der nicht stattgefunden hat, gab es dann die lokalen Proteste. Die Angst der Bevölkerung ist einerseits vor der Umweltverschmutzung und das andere, wir haben nichts mehr zu sagen auf unserem angestammten Land. Und dann gab es einen Vertrag mit der Nationalpolizei von Peru, und niemand wusste was davon. Und ich sage nachher schnell was dazu. Und sie haben also Vertrag zwischen Glencore und der Regierung. Genau, Glencore und der Nationalpolizei, damit die Sicherheitskräfte der Regierung. Und niemand wusste davon, das waren diese Geheimverträge, nachher kommen wir darauf zurück. Und die ganz konkreten mit der Umweltverschmutzung verbunden waren eine Zunahme der Krebsquoten vor Ort, und das hat erst recht wieder Opposition gegen diese Firma gemacht. Und dann eben dieser Teufelskreis, gibt Opposition, kommt die Polizei, gibt es mehr Gewalt, gegen diese Gewalt gibt es mehr Opposition und so weiter. Und das ist so ein Teufelskreislauf.